Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Behind-the-Scenes-Wettkampf-Edition-Video. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil. So, ein Wettkampf, an den ich die coolsten Erinnerungen habe. Wir fangen erstmal mit der Vorbereitung dafür an. Und zwar durfte ich 2018 als Ersatzturnerin mit zur Weltmeisterschaft nach Doha. Und da hatten wir davor noch so einen Testwettkampf quasi in Rüsselsheim. Und da seht ihr jetzt, wie es in der Vorbereitung teilweise aussah. Also so eine Vorbereitung ist schon immer sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit Übungen macht. Und da muss man auch mit dem Kopf schon gut auf der Höhe dabei sein, dass man da nicht komplett durchdreht und auch irgendwann nicht mehr kann und nicht mehr will. Und das sieht halt mal so aus, dass wir alle irgendwie aufeinander liegen. Und wenn wir so lange Vorbereitungen haben, dann versuchen wir schon auch mal, irgendwie ein bisschen rauszukommen. Hier waren wir zum Beispiel als Team im Escape Room, haben es auch in der Zeit sogar rausgeschafft. Das ist irgendwie schon wichtig, weil wenn man dann 2 Wochen in Frankfurt ist und man hockt irgendwie nur auf seinem Zimmer oder ist in der Turnhalle, dann, weiß ich nicht, ist es irgendwie schon ein bisschen blöd, wenn man nicht wirklich rauskommt. Und ja, da versuchen wir einfach mit dem Team dann auch ein paar Sachen zu machen, auch gerade gut fürs Teambuilding. Genau, da waren wir im Escape Room. Jetzt seht ihr einen wunderschönen Fail von der Übung in Rüsselsheim. Bei diesem Test vor der WM in Rüsselsheim ging es mir so unglaublich schlecht. Also ich hatte an dem Tag Fieber, Schüttelfrost, mir ging es wirklich räudig. Aber ich habe den Wettkampf halt trotzdem geturnt. Seht selber, was ich fabriziert habe. So, also die Übung hat sehr gut angefangen. Da dachte ich so, also bei dem Element denke ich immer, wenn das vorbei ist, dann ist die Übung gut. Und jetzt mache ich einfach. Schaut selber. Bumm, bumm, bumm. Da hat es mich einmal so verzwiebelt, ey, ich sag euch, da bin ich danach aufgestanden und dachte so, wow, wo bin ich? In welchem Universum, in welchem Jahrzehnt bin ich jetzt überhaupt? Also, mir ging das sowieso schon scheiße. Und dann hatte ich auch hier so richtig Striemen vom Abrutscher und so. Wie man auch die Leute hört, so. Genau, und dann ging es auch schon los nach Doha. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie es aussieht, wenn man 2 Wochen verreist als Turnerin. So. Man braucht nämlich alles. Ich habe meinen gefühlt kompletten Kleiderschrank mitgenommen, weil du brauchst ja nicht nur normale Klamotten, sondern du brauchst Turnklamotten. Du brauchst Trainingsanzüge, du brauchst aber auch normale Klamotten. Du brauchst dein ganzes Turnequipment, Riemchen, Musiken, Drehsocken, alles Mögliche. Und dementsprechend brauchst du sehr viel Zeug. So, dann in Doha angekommen, war da erstmal krass Überschwemmung, wie ihr auf dem Bild seht. Bei uns war es nicht so krass. Andere Nationen sind schon früher angereist als wir. Und bei denen sah es so aus. Also ich bin froh, dass bei uns nicht mehr so krass war. Aber ihr seht, also es war schon heftig. Und wir haben dann die Bilder von denen auf Instagram gesehen und dachten so, wollen wir jetzt wirklich nach Doha? Aber wir sind halt trotzdem geflogen, weil WM, sag ich jetzt halt nicht einfach mal ab, wegen ein bisschen Wasser. Und bei uns war es dann zum Glück auch nicht mehr so arg. Und in Doha sah es so aus. Ich hatte da wirklich die Zeit meines Lebens. Also als Ersatzturnerin, man denkt vielleicht erstmal undankbar, wenn man mitfährt, aber man halt nicht turnen darf. Aber ich fand es so cool. Ich bin da hingefahren und ich war voll glücklich, dass ich halt das Team unterstützen kann, dass ich irgendwie die Erfahrungen mitnehmen kann von der WM, aber irgendwie war es auch cool, dass ich noch nicht turnen musste, weil ich glaube, ich hätte mir einfach in die Hose gemacht vor Aufregung und so. Und ein bisschen Wellness gemacht natürlich auch. Also die hatten in dem Hotel, das war wirklich mega. Erstens mal hatten die bombastisches Essen, also nice. Und einen richtig geilen Wellnessbereich, das sage ich euch. Und ja, dann haben wir halt auch so ein bisschen Touri-Sachen gemacht. Wir haben uns so die Skyline halt noch angeschaut und natürlich typische Turnerbilder auch gemacht. Ja, wenn ihr euch fragt, was überhaupt der Job von einer Ersatzturnerin ist, den Barrengriff machen zum Beispiel. Also hier seht ihr das zum Beispiel, wie ich das gerade mache. Den Barrengriff macht man aus Wasser, aus Honig und aus Magnesia. Ja, Honig, ganz herkömmlicher Honig, den man auch so isst. Und ich sag's euch, das muss schnell gehen, weil man hat ja vor dem Wettkampf eine Einturnzeit und die ist schon nur sehr knapp und
damit der Wettkampf halt gut läuft, muss halt alles passen, auch der Griff. Und dann haben halt meine Cheftrainerin und ich vor jedem Wettkampf den Barrenholm geschmiert. Und wir waren am Ende so ein eingespieltes Team, dass es einfach ratzfatz geht. Also Wasser, Honig, Magnesium, alles zack, zack, zack. Und dann war das gut. Und zum Beispiel, das macht man halt als Ersatzturnerin. Und man ist generell halt einfach fürs Team da und schaut, dass es ihm gut geht. Wenn jemand Tape braucht, dann rennt man schnell irgendwo hin und holt ein Tape. Wenn jemand einfach Zuspruch braucht, ist man für den da. Und generell schaut man einfach so, dass es allen gut geht. Und ich würde behaupten, dass ich den Job eigentlich ganz gut gemacht habe. Hat sich zumindest keiner beschwert. Und ich weiß nicht, würde es jedes Mal wieder machen. Und hoffe aber, dass ich natürlich auch irgendwann mal selber bei einer WM starten kann. Und dann haben wir in Doha auch noch eine Wüstentour gemacht und den Sonnenaufgang, glaube ich, uns angeschaut. Da sind wir so durch die Dünen gedüst und so. Das war auf jeden Fall mega cool. Und wir haben sogar diesen Typi da überredet, der uns gefahren hat, dass er Schlager anmacht und so Après-Ski-Musik und sowas. Hat natürlich kein Wort verstanden, aber er fand es cool. Und ich bin auf einem Kamel geritten. Das war irgendwie lustig. Also irgendwie, weiß ich nicht, man hockt halt einfach drauf und dann so, ja, ist halt cool. Also, weiß nicht, wie wenn man auf dem Pferd reitet, dann sitzt man auf einem Kamel und reitet durch die Wüste. Also es war schon irgendwie, weiß nicht, halt einfach eine andere Kulisse. Man reitet auf dem Kamel. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Genau, und dann waren wir in Doha auch noch auf einer deutschen Schule und haben da mit den Kindern Sport gemacht, so ein bisschen Turnen, so Rad, Handstand und so. Auf jeden Fall waren wir auf dieser deutschen Schule und haben mit den Kindern so ein bisschen Sport gemacht und irgendwie waren die voll süß, weil sie sich voll gefreut haben. Und eine wollte mir die ganze Zeit High Five geben. Also nach jedem Rad, das sie gemacht hat, immer so High Five. Und ich war so High Five. Ich kann kein High Five. High Four. Weil, das seht ihr auf dem Bild auch, wenn ich so mache, ich kann meinen Finger nicht da dran, also es geht nicht. Der steht einfach ab. Deswegen gebe ich immer ein High Four. So. Das sehe ich bei beiden Händen so. Egal. So, dann war ich 2018 das zweite oder dritte Mal, glaube ich, in Japan. Und Japan ist irgendwie jedes Mal cool. Also die Menschen, die sind da irgendwie viel freundlicher wie in Deutschland. Genau, das ist mein australischer Freund, mit dem ich inzwischen schon, ich glaube, 2000 Flammen auf Snapchat habe oder so. Ja, und by the way, ihr braucht gar nicht sagen, dass ich klein bin. Also als Turnerin bin ich tatsächlich echt groß. Im Training oder auch wenn wir irgendwo auf dem Lehrgang sind, müssen wir uns immer so nach der Größe aufstellen und da bin ich die zweite oder drittgrößte und ich bin 1,64. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie klein dieser Dude ist. Im Turnen ist es halt tatsächlich besser, wenn man ein bisschen kleiner ist. Einfach von den Hebeln, von den Winkeln. Beim Domsalto dreht man schneller. Man hat am Barren nicht so Probleme, dass man sich die Fersen zertrümmert beim Riesen oder so. Deswegen, so klein bin ich gar nicht. Ja, nach dem Wettkampf in Japan haben wir wirklich auch ein bisschen was gefeiert. Möglicherweise nicht nur Wasser getrunken. Ja, und was man halt so macht in Japan auf der Straße. Irgendwie, wir waren da ein bisschen lost, glaube ich. Und ich weiß bis heute nicht, warum wir versucht haben, den Schuh auf die Laterne zu werfen. I don't get it. Er hatte auf jeden Fall immer meinen Schal an, weil er im T-Shirt draußen rumgelaufen ist und es war Dezember, dementsprechend kalt. Ich hatte auch nur eine Jacke an, aber mir wurde die ganze Zeit mein Schal gestohlen. So, und dann kommen wir jetzt zum letzten Wettkampf, den ich euch hier zeige, und zwar die Deutschen Meisterschaften 2019. Habe ich jetzt nicht so ganz gute Erinnerungen dran. Die habe ich nämlich mit einem Meniskusriss im Knie geturnt. Kam erst ein paar Tage später raus. Ich hatte da schon ziemlich Knieschmerzen, aber ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht ist es halt kein Meniskusriss, hab halt trotzdem geturnt. Meine Mama ging auf jeden Fall gut die Pumpe, dass ich mich nicht noch komplett zerstöre. Das weiß ich noch. Die kam danach zu mir und hat gesagt, du hast überlebt. Hier seht ihr noch ein Bild so von der Truppe, die so in Stuttgart trainiert. Das sind die meisten Leute davon so in der Nationalmannschaft. Ja, das ist so
die Truppe vom Olympiastützpunkt Stuttgart. Yes. Und dann wurde ich operiert. Und zwar an meinem rechten Knie und an meiner linken Hüfte. Das heißt, ich war ein Vollkrüppel. Ich habe gar nichts operiert, aber wir haben uns dazu entschieden, erst das Knie zu operieren, paar Tage nach den deutschen Meisterschaften. Und dann 4 Wochen später haben wir die Hüfte operiert. Hüfte war nämlich ein Langzeitschaden, da war sowieso alles kaputt. Das war klar, dass man die irgendwann operieren muss. Und dadurch, dass ich mein Knie operieren musste, haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt schon Krüppel bin, machen wir die Krüppelhüfte auch noch direkt mit. Da war auch tatsächlich alles kaputt, also Band gerissen, Knorpelschaden, Entzündung, mein Hüftknochen steht auch nicht richtig auf der Hüftpfanne und keine Ahnung, auf jeden Fall, meine Hüfte ist halt am Arsch. OPs sind damals wirklich sehr gut verlaufen, meine Narben sind auch übrigens nicht so gut verheilt. Ich bin froh, dass ich heute wirklich keine Probleme habe mit Hüfte oder Knie. Ich habe andere Probleme, die mit dem Körper zu tun haben, aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, dass ich die 2 OPs gemacht habe. Also wie gesagt, Knie hätte man sowieso operieren müssen, wegen dem Meniskusriss, und Hüfte wäre früher oder später sowieso auch gekommen. Aber ja, dann liegt man da mit 18 im Krankenhaus und wird 2-mal operiert. Das ist dann schon irgendwie nicht so geil. Und auch vielleicht an euch, wenn ihr gerade verletzt seid oder irgendwie eine schwierige Phase habt, wegen Corona sehr wahrscheinlich nicht das ausüben könnt, was ihr gerade machen wollt, sei es irgendwie eine Sportart oder irgendein Hobby oder so. Es kommen wieder bessere Zeiten, glaubt mir, und es lohnt sich auf jeden Fall zu kämpfen. Also mir haben viele Leute gesagt, wäre es nicht besser aufzuhören oder tu es deinem Körper nicht an oder such dir ein anderes Hobby. Aber nee, ich will turnen und ich weiß, es ist nicht wirklich das Beste für den Körper, aber es macht mir Spaß und es ist meine Leidenschaft und deswegen werde ich das auch noch bestimmt ein paar Jahre machen. So, dann hoffe ich natürlich, dass euch mein Video gefallen hat mit den kleinen Einblicken, was so bei Wettkämpfen noch drumherum abgeht. Also, abonnieren nicht vergessen, schreibt, wie ihr habt, unten gerne die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt. Und vergesst nicht, meinen Instagram-Kanal zu abonnieren, und sehen wir uns beim nächsten Video.